Hallo, du sparst bereits hunderte von Euro pro Jahr. Dank unserer Videos. Ab jetzt kannst du auch beim Kauf von Ersatz und Zubehörteilen sparen. Kauf einfach und versandkostenfrei. Über unsere App Mr. Auto. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Öffne den Behälter für die Bremsflüssigkeit. Um die Bremsbeläge in deinem Auto zu wechseln, musst du den vorderen Teil des Autos anheben und die Räder entfernen, damit du richtig an die Bremsbeläge herankommst. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern, hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Danach kannst du die beiden Räder entfernen. Vergiss nicht, sie unter das Auto zu schieben. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial deinen Wagen sicher anheben anzuschauen. Drehe die Bremsscheibe nach außen, das wird dir den Vorgang erleichtern. Schiebe einen Flachschraubenzieher ins äußere Ende des Langlocks an der Vorderseite des Bremssattels. Nutze ihn als Hebel, um den Bremssattel freizulegen. Dadurch wird der Bremssattelkolben hineingestoßen. Entferne mit einer Zange die Passfeder aus dem Rastbolzen des Bremssattels. Dann nimmst du den Rastbolzen ab, indem du ihn mit einem kleinen Hammer und dann mit der Zange verschiebst. Kippe den Bremssattel nach oben und entferne die Bremsbeläge. Dazu musst du sie von der Bremsscheibe wegschieben. Reinige die Halterung mit einer Metallbürste dort, wo die Bremsbeläge hinkommen. Das erleichtert den Wiedereinbau. Schmiere die äußeren Enden der neuen Bremsbeläge mit Kupferfett ein und schiebe sie in den Bremsträger. Du kannst nun den Bremssattel wieder anbringen und den unteren Rastbolzen wieder anbringen. Blockiere diesen dann mit der Passfeder, die bei den neuen Bremsbelägen mit dabei ist. Du kannst nun denselben Vorgang auf der anderen Seite wiederholen. Danach kannst du die Räder wieder montieren und das Auto wieder auf den Boden stellen. Vergiss nicht, den Deckel des Behälters für die Bremsflüssigkeit wieder zuzuschrauben, bevor du den Motor anlässt. Achtung! Bevor du dein Auto wieder fährst, musst du den Motor anlassen und ein paar Mal das Bremspedal pumpen, damit die Bremsbeläge wieder nahe an der Bremsscheibe sind. Denk daran, zurückhaltend zu fahren und auf den ersten 50 Kilometern scharfes Bremsen zu vermeiden. Vorgang beendet.